Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Shin Megami Tensei 5 mit mir dem Shining. Ja, letztes Mal haben wir Fion in unser Team geholt. Endlich haben wir ihn. Er ist auch sehr in Ordnung, der Krieger. Also eine Bereicherung fürs Team. Wir haben noch einen Auftrag von der Erntegöttin bekommen. Den machen wir eventuell noch onscreen, weil das klingt nach einem heftigen Gegner. Und wahrscheinlich wird er auch sehr stark storyrelevant sein. Eventuell schließt sie sich mir ja dann an. Ich persönlich suche gerade den Weg zu der Abszesse. Und wie immer verwechsel ich Inventar mit Karte. Aber das ist ja mittlerweile nichts Neues mehr. War nur ein goldener Mitama. Ein bisschen Geld. Und dann war hier noch ein roter. Mit einem Grimoire. Wisst ihr was? Das Grimoire gönne ich Fion. Dann kann der aufholen. Und das andere kriegt Tau. Die soll immer Höchstlevel sein. So, Heilungssutra kann ich Huang geben. Den legendären Drachen. So, und wir haben immer noch die Aufgabe, die Abszesse zu verprügeln. Hallo Nebiros. Oh, die beschwört Kameraden. Die kenne ich schon. Ich will zu der Abszesse. Oh, da ist eine Glorie. Sehr nett. Direkt mit einem Mima dritten nebenan. Wie nett ist denn das Spiel? Der ist unten, oder? Nee, hier. Also ich versuche ja schon möglichst alle Onscreen zu holen. Wir müssen noch 20 Mimans einsammeln. So, kann man von hier aus die Abszesse schon sehen? Ich glaube, die ist da drüben. Von hier aus kommt man nicht an die ran. Sehe ich jetzt schon. Ja, komm her. Hab nichts verpasst. So, hier soll auch noch ein Miman gammeln. Wahrscheinlich muss ich von der anderen Seite da auf das Haus. Muss ich jetzt aber erstmal den Weg hinsuchen. Kann sein, dass ich hier auch komplett auf der falschen Seite stehe dafür. Aber die letzten Abszessen will ich mir schon holen. Ja, ich muss hier einmal komplett außen rum. Das sehe ich doch. Aber ich hole mir eben kurz die Kisten dort. Wenn die schon alle so nah beieinander stehen. Oh. Dafür hätte ich da oben bleiben müssen. Okay, never mind. Die hole ich auf Screen. So, hier komme ich hoch. Wir werden hier auch im Territorium des griechischen Dämons. Ja, von Zeus habe ich auch so manche kranken Mythen gehört. Im Ernst, könnt ihr euch mal die griechische Mythologie, die ist pervers. Beziehungsweise die ist krank. Um es freundlich auszudrücken. Aber auch sehr, sehr interessant. So, die Abszessen gehen vor. Zum einen auch deswegen, damit ich die Karte aufgedeckt kriege. Ihr dummen Biester interessiert mich nicht. Oh, hier ist ein Drachenlinienquell. Sehr nett. Ich speichere eben kurz ab. Im Übrigen, falls ihr euch immer fragt, warum ich genau das skippe, ich habe meine Gründe dafür. Wir kriegen eine Filmsequenz. Oder auch nicht. Okay. Do you have a sec?
Ja, ich will Tokio retten. Ja. Keine Sorge. Ich habe vor, die Welt zu retten. Brauchst du dir keine Sorgen machen. Okay, da weiß ich, wie ich an den Rang komme. Aber jetzt machen wir erstmal das da platt. Ah, okay, nur die Kantons. An denen kommt man easy vorbei. Ich habe das Gefühl, das wird ein leichter Kampf. Welches Level habt ihr denn? 65, euch mache ich locker platt. So, erstmal eine Fernrohrrunde. Obwohl, eventuell kann ich ein Jahr sogar direkt vernichten. Komm, ich mach mal erstmal den Baron weg. So, Muskelschlag für richtig Power. Natürlich ging der daneben. Ah, das juckt uns nicht. Die machen halt auch keinen Schaden, ne? Komm, Fernrohr beim nächsten. Du müsstest, glaube ich, gegen Licht schwach sein. Nee, gegen Feuer. Ich mache erst die Fernrohrrunde. Dann entscheide ich, wen ich zuerst vernichte. Bei dir mache ich durchbohrende Aura. Damit du gleich reinhauen kannst. Dom ist besser als andersrum. Siegfried hat die meisten Schwächen. Ihn sollte ich auf jeden Fall leicht vernichten können. Ja, mit Eis triffst du bei uns allen. Amudon trifft zwei von uns überhaupt nicht. Die machen halt auch keinen Schaden, ne? Also, offenbar wirklich nur einer von denen heftig. Und das war der 99er. Und das waren richtige Billo-Gegner. So, Siegfried, dich kann ich als erstes platt machen. Und da wir den Angriff nicht gut beim letzten Mal sehen konnten. Den Angriff auf ihn nochmal. Einfach weil ich den so cool finde. So, harter Stoß, schwere physische Schaden, durchbohrend auch noch. Boah, das hat allen richtig gut zugesetzt. Ist egal, wenn einer dagegen stark ist. Das tötet ja die anderen beiden. So, er hat gut Schaden genommen. Und macht eh keinen Schaden. Ich mach jetzt einfach denselben Angriff nochmal, dann ist er tot. Easy. Aber kann es jetzt sein, dass ich wirklich gegen alle, die vorher meine Freunde waren, jetzt kämpfen muss? Gebet der Stärke, Gebet der Magie. Das macht wahrscheinlich Stärke und Magie bei Level-Ups höher. Hatten ja schon mal so eine ähnliche Fähigkeit. So, dich nehmen wir mit. Wir haben gleich 300 Glorie. Die können wir auf jeden Fall gut ausgeben. So, jetzt hole ich mir die beiden Mimans, die man von hier oben aus erreichen kann. Wieso verwechsel ich immer diese beiden Tasten? Entschuldigung, 3. Und nimm einfach den Rückwärts-Teleporter. Ich kann mich ja jederzeit zu diesen Säulen hin teleportieren. So, warte, damit ich nicht einmal extra teleportieren muss. So, dich nehmen wir mit. Nummer 10 Glorie. So viele Mimans sind es gar nicht mehr, ne? Wir wissen auch, wo wir die letzten ungefähr finden, nämlich in diesem Labyrinth. Da sind richtig viele.
Also diesen Hochseil-Labyrinth. Und guck mal, bei dem muss ich mich nicht mal teleportieren. Na gut, hätte ich den unten vorher gesehen, hätte ich mich jetzt gar nicht porten müssen. So, hier kann ich, glaube ich, einfach runterspringen. Das sollte überhaupt nicht jucken. Dann gönne ich mir den hier. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das schön war. Mein kleiner Kumpel. So, nur noch 16 fehlen. Und ich glaube, den Hauptteil sehen wir schon auf der Karte. Wir können ja mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Hälfte, die sehen wir hier schon. Die andere Hälfte muss ich noch finden. So, wir holen uns auf jeden Fall einmal kurz die Miman-Belohnung ab. Können auch Geld hier eben kurz holen. Ja, die Lakshmi-Essenz, die hättest du echt behalten können. So, und diese Gebetskräfte, das sind wahrscheinlich wirklich einfach nur Erhöhungen. Aber nehme ich mit, wenn das jetzt wirklich Verbesserungen bei Level Up sind. Ja. Ich nehme gern Gebet der Stärke und sobald ich nochmal 100 Glorie habe, Gebet der Magie mit. Dann wird alles im um 1 mindestens erhöht. Nichts, worüber ich mich beschweren kann. Ich kann euch übrigens zeigen, dass die Essenz Rotz ist. Hier, das ist die Essenz, die wir gerade bekommen haben. Außer Glanzbonbon ist da nichts Gutes bei. Das Glanzbonbon macht ja, dass alle einen Boost bekommen. So, dann gucken wir uns mal die Karte an. Sagt, ich werde nicht die falsche Taste wieder drücken. Da oben das Gebiet ist auf jeden Fall der letzte. Da wartet auch der griechische Boss. Den sollten wir uns eventuell auch als nächstes vornehmen, den griechischen, also den Zeus. Ich sehe hier sehr viel auf einem Haufen mit einer Nebenquest. Ich bin gerade am Überlegen. Da oben ist eine Kiste. Hole ich mir offscreen. Ach ja, das ist dieser komische Kistenhaufen. Da vorne ist XP. Die hebe ich mir auf. Aber ich merke mir, dass hier das ist. Da war ein blauer Miman. Mitama, Entschuldigung. Verwechsel ich die auch noch. Der ist gerne mehr von denen finden. Ich interessiere mich, was das für ein Dämonenhaufen da hinten ist. Ich habe gerade ein Evangelium bekommen und ist direkt eingesetzt. Hier kommen echt sehr, sehr viele Mitamas. Oh, der Kurama Tengu-Haufen. Was seid ihr denn für einen Club? Okay. Ah, den habe ich sogar in meinem Team. Also ich habe ein paar Dämonen, die ich bekämpfen muss über Nebenquesten. Splendid. Wo war der Ueno Park? Ich glaube irgendwo unten. Immer wenn ich die Karte aufrufen will. So, hier sind Kisten. Und auch ein Level-Up für mich. Sehr nett. Man sieht, ich habe mittlerweile sehr viel Stärke. So, ihr interessiert mich im feuchten Dreck. Aber der hier interessiert mich. Ja,
Ja, ich habe Dinge gesehen. Furchtbare Dinge. Jetzt fehlen nur noch 15. Wir können uns wieder was abholen. Also hier unten, wenn ich an diese Kisten will, werde ich auf jeden Fall angegriffen. So, einmal in die Nähe gehen. Einen Schritt weg. Und aus Versehen kämpfen. Eine Arapaki-Essenz habe ich erhalten. Dass sich das gelohnt hat, würde ich jetzt nicht so wirklich sagen. Also ich finde, nein. Das ist eine Glorie wieder. Wenn ich die mitnehme, dann kann ich mir die andere Fähigkeit holen und eben kurz alle einmal boosten mit diesem einen Typen da hinten. Na komm, wir holen die Glorie und dann boosten wir alle. Da kommen jetzt auch Gegner. 100 pro. Okay. Der einzige Punkt, wo die nicht alle in meinem Gesicht auftauchen. Auch interessant. Ich dachte die ganze Zeit, dieser Teich wäre verflucht. Here you go. Na gut, dann hole ich mir das hier jetzt noch ab und gehe eben kurz im Drachenfeld zurück. Und gekauft. So, jetzt hätte ich noch 50, die kann ich wer weiß wo ausgeben. Muss ich aber nicht. Ich spare einfach mal auf, weil da kommen ja noch ein paar Fähigkeiten, sobald ich den nächsten Abszess erschlage. Aber jetzt hole ich mir erstmal die Level-Ups hier unten, weil jetzt müssen die aber allen Stats auf jeden Fall was bekommen. Ja genau, haut einmal ruhig nach mir. Ja, her mit den XP. Und steigern wenigstens bei allen die Werte. Und so seht ihr einmal im Ganzen, welche Charaktere ich alles habe. Von Alice kann ich mich einfach nicht trennen. Das ist übrigens der eine, den wir bald bekämpfen sollen. Eis-Giga-Pleroma. Er kann, ne, das kann weg. Er macht da wenigstens Eis richtig heftig Schaden. Wisst ihr, es ist schön, wenn man aus so einer richtig langen Sequenz rauskommt und einfach instant kämpfen muss, ne? Richtig nett. Na gut, Leute. Hier machen wir für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Like da lassen, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!